Die Tierhaltung im östlichsten Tierpark Deutschlands ist geprägt von geografischen Schwerpunkten. Es leben sowohl asiatische Haus- und Wildtiere, wie zum Beispiel Yaks, Trampeltiere und Rhesusaffen, rote Pandas und Kropfgazellen, als auch alte und moderne Haustierrassen sowie Wildtierarten, die für die Oberlausitz typisch sind. Typisch sind auch die Esel. Wie Tiere in die Jahre kommen, so auch die Anlagen, die Tiere beherbergen. Die frühere Eselanlage war den Bedürfnissen der Esel nicht mehr gerecht. Ein größerer Neubau mit verschiedenen Bewegungsanreizen war dringend notwendig. Dieser entstand gegenüber des ehemaligen Ponystalls und unter Integration des bestehenden Reitplatzes. Dadurch vergrößerte sich die Fläche für die Esel. Die neue Anlage wird nicht nur den Bedürfnissen der Esel besser gerecht, sondern auch denen von Kindern. Für sie wurde der Spielplatz um den Bereich mit Eseln erweitert. Für Besucher des Naturschutztierparks Görlitz-Georgelitz ist der Neubau deutlich attraktiver. Der neue Eselstall ist im Gegensatz zum Altbau begehbar. Das äußere Erscheinungsbild im Fachwerkstil orientiert sich am Ambiente des Oberlausitzer Bauernhofes und erweitert diesen optisch und inhaltlich. Nähe zu Tieren gehört in das Konzept dieses Zoos. Während generell das Füttern von Tieren mit mitgebrachten Nahrungsmitteln verboten ist, können Tiere mit Futter versorgt werden, das an der Anlage zur Verfügung gestellt wird. Bei den Eseln gibt es Grasvorräte. Kinder sind nicht nur beim Füttern der Esel zu beobachten, auch Kaninchen werden durch sie bedacht. Über das Gelände verteilt gibt es viele Spielmöglichkeiten und Orte, wo auf spielerische Weise Wissen vermittelt wird. Gebaut wird derzeit an der Gemeinschaftsvoliere exotische Heimtiere. Die Voliere, aus einer mit Drahtgeflecht überspannten Stahlkonstruktion, soll Landschaftselemente wie einen Wasserfall, einen flachen Teich und mehrere Geländeerhebungen mit einer Tischebene enthalten. Der Görlitzer Tierpark wird ständig weiterentwickelt. Derzeit wird die Fläche an der großen Wiese vermessen, über die eine lange Brücke führen soll.